Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit der Champions League. Das ist, wie gesagt, das dritte Champions League-Spiel. Wir haben mit drei Ligaspiele verloren. Wir verlieren in Bochum, gewinnen aber gegen Rom. Wir verlieren gegen Frankfurt, gewinnen dann das Rückspiel gegen Rom. Und jetzt haben wir in der letzten Folge gegen Wolfsburg verloren. Jetzt reisen wir nach Manchester. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht gerade. Naja, gehen wir rein. Aber wie gesagt, aber gegen einen Herrn Schiedsrichter, der, wie gesagt, dem Gegner zwei Elfmeter für nichts schenkt und mehrere meiner Angriffe wegpfeift, kann ich nichts machen. Da wollte einer, dass wir unbedingt verlieren. Habe ich zumindest so ein bisschen in Vermutung. So, weiter. Ja, schade. Nächster Treffer. So, wenn er jetzt in die Ecke springt, hier tust du es? Nein, tust du es natürlich nicht. Hast du 3 von 5? Ja, egal. So, eigentlich brauchen wir es ja nicht. Auf geht's! Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen ja, da läuft es im Moment. Und jetzt geht's in Jetzt erleben Manchester. wir es live bei EA Sports. Wir wollen natürlich ins Halbfinale. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in diesem tollen Stadion im Old Trafford in Manchester. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf das Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Manchester United ist aus meiner Sicht der Favorit auf den Einzug in die nächste Runde. Ja, klar. Wir schauen mal, wie sie dieses UEFA Champions League hinbekommen. Bei Dortmund 0 zu 4 gegen Paris verloren, Liverpool mit 1 zu 2 in Turin. Also denke ich mal, dass Paris schon mal weiter ist. Aber wie gesagt, das wird eine andere Hausnummer werden hier. Das wird definitiv eine andere Hausnummer werden hier gegen Manchester United. Uschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Brandt und Gnabry. Ja, gut, das wird eine andere, für definitiv eine Hausnummer werden hier gegen Manchester United als gegen die Römer. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Ja, wie gesagt, schießt 3 Tore in Wolfsburg, aber trotzdem verlierst das Spiel trotzdem. Und wie gesagt, es sind deswegen halt immer noch 4 Punkte auf die Bayern. Die lachen sich natürlich ins So, Fäustchen, dass wir halt solche Spiele verlieren. Und sie gewinnen ihre Spiele. So, mal gucken, was heute mit Manchester United so dran ist. Auf außen ist jetzt Platz. Ja, das könnte, nee, jetzt könnte ist der Ball nicht doch weg. Wirklich funktionieren. Nee. Schade. Das gibt Einwurf. Einwurf für Bayreuth. Der erste kleine Teil geht schon. Ja, jetzt muss jetzt. Und da haben Sie den Platz auf dem Abflug. Flügel.
über eben jenen. Jetzt die Flanke. Und Riesenchance für Bayreuth hier. Ab und her. Jetzt der Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Schimmert. Schimmert. Da war wieder der Rea dran, wohl. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Und das war's erstmal wieder. Rashford. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ja, ja, vier Tore in den letzten drei Spielen. Ja, und das ist es halt. Du hast halt die Chancen vorne. Der Rea hält zweimal klasse und Brandt macht das halt so für United. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann gibt es da nichts mehr zu halten, ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer, drin ist er. Und damit haben wir den ersten Treffer. Julian Brandt 1-0 für die Mannschaft von Manchester United. Ganz stark. Da kommt keiner hin. Warum man sich einfach selber probiert? Warum muss man immer nicht selber probieren? Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Brandt. Ulrich. Ah, gute Idee. Ach, spielt den doch nochmal nach vorne. Warum muss man denn unbedingt so eine Kacke machen? Manchester United auf dem Weg nach vorn. Da verlieren sie den Fischer. Super gemacht. Und da gibt es den langen Ball auf Eckloff, der aber überhaupt nicht ankommt, weil Lemont, ja, wie auch immer der ausgekommen wird, da ein bisschen aufpasst. Sehr gut aufgepasst. Ja, vorbei ist er. Ja, warum? Schön zugemacht. Glück gehabt, dass da nochmal nichts in die Kontrolle geht. Kurze Unterbrechung, Freistoß für Man United. Für United, okay. Dass jetzt Jovic schon wieder weiter wird. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Konterball auf. Tim. Guter Vorstoß da jetzt. Lemperle. Lemperle. Aubameyang 1-1. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. Es ist zumindest mal ein Tor. Tor für Bayreuth. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe. Sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Gut gemacht. Lemperle, Aubameyang, 1-1. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang. Das wär's natürlich. Aber hier United aus. Brandt ist das jetzt? Ja, Brandt. Brandt. Da geht er. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Gut gemacht, da. Ja. Ah, komm ich durch. Weil die Carlos ein bisschen aufpasst. Gnabry. Und jetzt mal Manchester United. Oh nein. Ah, Gnabry setzt sich erstmal durch. Gegen Rote. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Abstoß, weil Gnabry ins Ausläuft. Ist nicht sein Spiel bislang. Er Rashford, kann überhaupt nicht zu sehen heute. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute kaum zeigt. Was das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Kaum was bisher auf die Reihe bekommen, aber gut. Und da darfst du sowas nicht spielen. Dann darfst du denen sagen, geil, Leute, den lasse ich wieder. Den lasse ich ein bisschen in den Zweikampf kommen. Nö, konntest du nicht. Glück gehabt. Und gibt den Konter auf. Eben. Wie Van Bissaka. Ja, Van Bissaka schon. Besser. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Schimmert erstmal. Guter. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Jetzt kommt und der Schuss. Bayreuth dreht. Eckloff. Bayreuth führt bei United. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Na, Hausnummer. Definitiv. In Chile ist auch schon lange noch nichts, aber wie gesagt, das ist ein Teilerfolg. Schau mal, wir gewinnen Manchester mit 2-1, ey. Dann bist du dann zu Hause versuchen, nur einen Jean zu holen. Und dann wärst du durch.
wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. Bayreuth hat alle Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen. Die letzten drei Ligaspiele haben sie verloren vor einem Champions League-Spiel. Danach haben sie die Champions League weitergekommen. Aber jetzt sitzt erstmal 1-0 zur Pause. 2-1 zur Pause. Pause, liebe Zuschauer. Das war die Spiel gedreht. Hälfte hier aus Old Trafford. Lilian Eklof, sein Tor gemacht, kurz vor der Pause. Wie gesagt, man lag mit 12 Minuten 0-1 hinten. Das war eigentlich so eingeplant und dann plötzlich, ja, führt man in Winchester. Gut, Halbzeit Nummer 2. Man muss eisekalt sein, man war bisher eisekalt. Spielabschnitt 2, los geht's. Ja, es ist jetzt zwar noch nichts. Gute. Gnabry geht da voll in diesen Zweikampf. Gut gemacht da. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, weil Lenormand aufpasst. Ah, schade. Den Ball abgeben. Casemiro. Gibt gelb. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Gelb für Lemperle, weil das war ein taktisches Foul. Das war absolut richtig. Und Gnabry, der überhaupt nichts gesehen, nichts gezeigt hat, jetzt raus. Brand. Da setzt er zum Spiel. Ah, Brand. Ja, da ist er da. Starker Pass. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Wie gesagt, man hat auch in Madrid gewonnen, ne? Joao Felix. Nur Joao Felix jetzt neu drin. Das ist Rice. Rice. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp. Und Doppel. Damit lässt er sich nicht überwinden. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ja, ich hoffe, dass so nichts passiert. Ecke kommt in den 16er. Doppel. Aber gehalten. Klasse Aktion von beiden. Mit dem besseren Ende. Für den Torwart. Den Ball hält er. Lass. Das war Tor. Der Ball für Manchester United. Casemiro. Unheimlich spannend hier. Wieder, Mann, das ist wieder so ein blödes Abwehr-Scheiß-Ding da. Mann, ich krieg die Dinger nicht weg. Wir sehen nochmal dieses Tor. Da ist die Flanke. Und dann ist die Abwehr zwar da. Dann ist sie dran. Es war das nichts eigentlich. Nichts passiert. Tolles Tor. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Nee. Da hat er klasse gearbeitet. Oh Mann, da war doch ein Foul. Sancho. Das ist Joao Felix. Jetzt sind sie am Ball. Und ab. Damit nächster Diego Carlos ohne sicher. Ja, da ist er zur Stelle. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, ein bisschen weiter zu gehen. Und jetzt gibt es Einwurf. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Weiter geht's hier mit Vorteil United Brand. Und jetzt hat er den Ball. Da wäre über Tim Lemperle. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Zu einfach. Aber das war dann doch nichts. Die United Fans wollen den Sieg und geben hier nochmal alles. Gaia. Jetzt kommt die Flanke. Und da verlieren sie den Ball. Ball erstmal abgegeben. Rashford. Es gibt Vorteil für Man United. Ach Mann, da gibt's doch gar nichts. Du holst den Ball und dann wird da direkt wieder weggepfiffen. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Gehalten. Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war nicht. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Warum pfeifst du eigentlich
Stark gearbeitet. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Sieg. Wan-Bissaka, der gut. Und entsprechend groß ist der Lärm hier nochmal. Ich bin gespannt, was hier noch passiert in den letzten Minuten. Gut durchgesetzt, gefährlich. Klasse gehalten. Geht dazwischen. Und dann ist es Jonas Sterner. Jonas. Vielleicht die Führung jetzt. Parade der Herr, aber noch gefährlich. Drin! Tor, drin! 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 Ja, wieder ab! Man triumphiert zum fünften Mal in Folge auswärts. Man gewinnt im Old Trafford. Stand jetzt. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär. Ui, aber minimal. Das zählt. Ja gut, okay. So viel zum Thema. Der war vorher schon drin. Also ist es am Ende klar dann doch. Der wäre schon reingegangen und Jamfida mit seinem Treffer Nummer 3, Nummer 4 sogar. Und man holt sich diese wahrscheinlich 3 Punkte. Also es ist 3 Punkte, man holt sich diesen Auswärtssieg gegen Man United, die sich nochmal richtig strecken müssen im Rückspiel. Wie auch immer. Dann nehme ich wieder ab rein. Dann kann nämlich einer auf die Außen gehen. Aber es ist ja wurscht, wer da spielt. Ich muss halt diese. Ich werde halt wechseln. Also, United hat zweimal geführt. Beziehungsweise einmal geführt gegen Brand, durch Brand, durch das frühe Tor. Und plötzlich führt Bayreuth nach 90 plus X. Und gewinnt Jubel in Manchester. Bei den Gästen, das war's für heute in diesem Hinspiel. United weiß nicht wieso. Man holt sich hier den Sieg. Wichtiges Ergebnis natürlich. Wichtiger Erfolg. Jetzt kann man durchaus selbstsicher ins Rückspiel gehen. Viele Tore, da kann sich keiner beschweren. Sie gehen jetzt als leichter Favorit ins Rückspiel. Haben ein wenig die Nase vorn, aber das wird noch spannend. Keine Frage. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Ein gutes Spiel hat er hier heute gezeigt. Also er hat auf jeden Fall seinen Teil zum Sieg beigetragen. Irgendwie gewinnt man dieses Auswärtsspiel in Manchester. Eckloff in der 45. zum 2-1 und Ab in der 90. mit Torlinientechnik zum 3-2 Auswärtssieg. Ja, man weiß trotzdem nicht wieso. Aber wie gesagt, es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. United hat nämlich in Barcelona auch gewonnen mit 3-2, mit 3-0 sogar glatt. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal gerade kurz, was für Nachrichten da oben noch irgendwie zu sperren. Harald Schömert, okay. Fällt also. So. Gut. Nächstes Spiel ist dann der BVB. Ja, und ich befürchte, wie gesagt, wenn die Bayern hier, wenn wir jetzt verlieren und die Bayern werden Meister, hätten sie 71, wären sie bis 8 Punkte weg und dann wäre es das definitiv durch. Also, letzte Chance, nochmal was zu reißen. Bis dahin.